Frank Cordes. Kevin Marx. Stefan Peter. Sind die Schlagerpiloten. Liebe Zuschauer, hallo und herzlich willkommen hier von unserem Ostseeflughafen in Stralsund-Bad. Sie wundern sich jetzt sicherlich, Mensch, was ist denn mit der Natalie heute los? Die ist ja so in Blau. Ja, das ist ein Stewardess-Kostüm. Und in dieses habe ich mich heute geworfen, weil ich heute ganz großartige Gäste habe. Und zwar unsere Schlagerpiloten. Und hier kommen sie. Natalie, grüße dich. Hi. Ihr seid gelandet, ja. Gesund und munter. Ja, perfekt für unsere Zuschauer und natürlich auch perfekt für mich, denn ich habe ganz, ganz viele Fragen noch im Petto. Zum einen, darüber reden wir aber eigentlich gleich, ihr habt ja in der Tat 9 neue Titel. Ja. Ganz genau. Keine Remixe, gar nichts, sondern flammneue Songs. 9 neue Titel, liebe Zuschauer. Und welche das sind, das erfahren wir heute. Aber jetzt kommt erstmal ein Titel von den Schlagerpiloten. Haben wir uns nicht gesehen. Und da traf ich dich am Gateway Nummer 10. Du stiegst in meinen Flieger in Richtung Sansibar. Auf einmal war die Sehnsucht wieder da. Am Airport der Liebe. Du nahmst meine Hand, ich sah in dein Gesicht. Und das Strahlen deiner Augen vergiss ich nicht. Es war eine lange Reise, die an diesem Ort begann. Nur du und ich, hier fing alles mit uns an. Am Airport der Liebe. Am Airport der Liebe.
Liebe Zuschauer, wir sind natürlich hier an der Ostsee. Könnt ihr das schon riechen? Also könnt Natur pur riechen? Hier. Ne? Kurz vorm Meer und hervorragend. Tolle Luft, herrlich. Klasse. Oh, und ich bin auch so happy, dass ihr da seid. Sag mal, ihr Lieben, ich habe mich ja heute für euch extra schick gemacht. Ja, weil ich so dachte, top, wunderschön. Ich mache das für euch und jetzt die Frage, ihr seid ja immer so fantastisch, ne? Ihr seht fantastisch aus, ihr habt immer diese wunderschöne Uniform an und ich sage das den Damen da draußen immer, das ist ja so wie so eine kleine Fantasie im Kopf, ne? Aber jetzt mal unter uns, seid ihr denn jetzt wirklich Piloten? Nein, wir sind in Wirklichkeit natürlich, ist keiner von uns ein Pilot. Aber wir möchten natürlich mit dieser Uniform zum Ausdruck geben, dass die Leute mit uns in ihrer Fantasiewelt, mit unseren Songs, mit uns abheben, einsteigen in unser Cockpit und die ganze Welt, die wir ja besingen, mit bereisen. Deswegen auch dieser Name Schlagerpiloten. Und das ist ganz neu. Also wir wollen uns auch nicht als Piloten hier verkleiden und so weiter. Ich denke mal, die Flippers waren auch keine Delfine. Und ja, es ist einfach so. Es ist ein schöner Name. Der Name ist bei uns Programm. Wir bereisen mit unseren Liedern die ganze Welt. Und dazu das passende Kostüm. Ich denke, das hat schon seinen Sinn und seine Bedeutung. Das passt dann. Ja. Ja. Ich möchte gerne mit euch eintauchen in die Welt der Schlagerpiloten. Ich möchte euch natürlich auch spüren und ich möchte natürlich auch ganz viel von euch erfahren und wissen. Und ich bin jetzt schon total aufgeregt, wie ihr seid, was ihr dort zu erzählen habt und vor allem, wie schön die Ostsee ist. Für euch ist es das erste Mal, ne? Genau, wir freuen uns. Natalie, sei doch unsere Stewardess. Ja, ich will! Strahlst mich an, die Hormone fahren Achterbahn. Aha, aha, aha. Oh Mann, es hat mich vollgepackt. Mein Herz pocht im Viervierteltakt. Aha. Bin kein Pilot, bin kein Idiot, und da ich kaum noch zu Hause bin, da kommt mir einfach eines in den Sinn. Du bist sexy, cool und kess, sei doch meine Stewardess, gib's meinem Leben einen Sinn, sei mein Und da sind wir wieder zurück, liebe Zuschauer, und machen natürlich sofort weiter, weil wir haben natürlich viele, viele Fragen und wir bekommen jetzt gleich ganz viele Antworten. 9 neue Titel. Ja, und vor allem 9 neue Hits. Also einer schöner wie der andere. Wir haben echt ganz klasse Titel. Vor allem war es wirklich schwer. Die waren ja auch zu Beginn direkt fertig. Insgesamt 26 Songs. Dann mussten wir dann aussuchen, welche kommen zuerst drauf und welche müssen warten. Und wir sind froh, wenn die Deluxe-Box endlich erscheint. Also wenn alles dann raus ist. Also ja. Wir haben kein Baby auf den Markt gebracht, sondern Zwillinge. Und der andere Teil davon kommt jetzt erst hinterher. Ja. Ich höre immer wieder raus Sterne, Sonne, Mond. Das hört sich wirklich total romantisch an. Seid ihr so die romantischen Typen? Ja, ich schon. Also ich habe da schon meine Phasen. So, also schon. Aber Weihnachten. Ja, genau. Das wäre eine davon, aber grundsätzlich eigentlich schon. Doch, also, wir sind schon Romantiker, doch. Auf jeden Fall. Ja. Wie sieht so eine Romantik bei euch aus? Also dann fragen wir, liebe Zuschauerin, ich frage natürlich, ne? Das ist ja wichtig. Also die Romantik pur, also Romantik geht ja auch durch den Magen.
Also ein wunderschönes Dinner, leckeres Essen, Kerzenschein, schönen, auf jeden Fall einen schönen Rotwein, den ich nicht trinke. Und ich nehme dann doch lieber eine Diät-Cola. Aber ansonsten dann Zweisamkeit, dann vielleicht noch in der Natur, vielleicht danach schön ausreiten gehen. Das sind so schöne Dinge, ja. Das sind auf jeden Fall sehr schöne Dinge. Stefan, wie ist es bei dir? Bei uns in Bayern ist das alles, die ganze Romantik, die er gerade beschrieben hat, zusammengefasst in einem schönen Glas Bier. Nein, der Spaß beiseite, natürlich. Also es fängt mit einem guten Essen an, mit einer tollen Frau und schöne Zweisamkeit, gute Gespräche. Ja, und dann lassen wir den Abend schön ausklingen. Bei guter Musik von den Schlagerpiloten, natürlich. Romantischen Songs am Lagerfeuer vielleicht. Perfekt, wunderbar. Ja, das stimmt. Ja. Und so setzt sich das bei uns in der Romantik, glaube ich, ein bisschen zusammen. Genau. Liebe Zuschauer, ich ziehe mich jetzt um und treffe mich sofort mit dem Co-Direktor von Die Hagen. Und er wird uns gleich mal erzählen, was wir hier alles so Schönes machen können. Aber vorher fliegen wir mit unseren Schlagerpiloten. Viel Spaß. This is a journey into sound. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Ladies and gentlemen, the Schlagerpiloten. Hoch über den Wolken. Grenzenlos und gedankenfrei. Der Sonne entgegen, himmelwärts. Die Welt liegt uns zu Füßen, nichts ist daran verkehrt. Lass uns treiben, lass uns fliegen, nur dem Wind hinterher. Lass uns fliegen, lass uns fliegen, bis zum Horizont und wieder zurück. Kompromisse gibt es keine, wir leben frei und ein bisschen verrückt. Mann, oh Mann, es fühlt sich an wie eine Fahrt in der Achterbahn. Versuch es und du wirst sehen, dass du es kannst. Lass uns fliegen, über Berge, übers Land und das Meer. Lass uns schweben, lass uns treiben, lass uns fliegen, nur dem Wind hinterher. Lass uns fliegen, lass uns fliegen. Weitergehen, die Antwort, die kommt hier. Komm doch mit.
Wir bauen uns ne Insel, auf der wir wohnen, wo nur die Freiheit zählt. Komm doch mit. Wir bauen uns ne Insel, die kann uns keiner nehmen, denn da wir bauen uns ne Insel, auf der wir wohnen, wo nur die Freiheit zählt. Komm doch mit. Wir bauen uns ne Insel, die kann uns keiner nehmen, denn das ist unsere Welt. Komm doch mit. Liebe Zuschauer, wir sind hier an der Ostsee gelandet. Ja, und unsere Schlagerpiloten sind natürlich mit dabei. Und wir würden natürlich gerne wissen, was man hier so machen kann an der Ostsee, und zwar in Dierhagen. Und da haben wir den bezaubernden Stefan Fellmann getroffen. Ja, Stefan Fellmann ist der Kurdirektor hier an der Ostsee. Und deshalb, lieber Stefan, erzähl uns doch mal erstmal herzlich willkommen. Und ja, schön, dass du überhaupt die Zeit gefunden hast. Hier ist ja richtig was los an der Ostsee, ne? Ja, dieses Jahr ganz besonders. Herzlich willkommen, Nathalie, dass ihr den Weg gefunden habt hier zu uns ins Ostseebad Dierhagen. Wir sind ja eins von vielen Ostseebädern, aber ich sage mal, das schönste Ostseebad ist hier. Wir liegen 250 Kilometer weg von Berlin, nur entfernt, also ein Katzensprung für die Piloten ja, mit ihrem Flugzeug. Und die sind ja völlig außer Rand und Band und sind schon ganz aufgeregt. Was kann man denn hier in der Ostsee so machen in Dierhagen? Zuallererst natürlich im Baden gehen in der Ostsee. Stand-up-Paddle, Surfen, Schwimmen. Sich sonnen, auch FKK-Sonnen ist bei uns noch nach wie vor beliebt. Ja, wandern, Fahrradfahren, Reiten, Segeln. Wir haben ja nicht nur ein Wasser hier. Wir haben ja noch den Botten. Das heißt, wir sind eine Halbinsel. Oh, also das heißt, wir brauchen gar nicht weit fahren und sind schon wieder im anderen Wasser. Genau. Hier vorne haben wir die Salzsee Ostsee und dort hinten haben wir den etwas weniger salzigen Botten. Und ganz andere Landschaft, ein Ort, zwei Landschaften. Hier ist eine Menge los. Ich sage Dankeschön, Stefan, einen lieben Gruß an deine Frau natürlich auch, und wir sehen uns gleich wieder. Tragen mich übers Meer.
Jungs, wir haben angelegt, unsere Flugmaschine zu Wasser. So eine Turbine, also nicht nur Vollgas. Ihr wisst, was ich meine, ja? Nicht nur Vollgas. So, wir lassen am besten Frank nicht am Steuer. Der hat jetzt, ja, einen Jet hat er schon kaputt gemacht. So, einsteigen, dabei sein. Los geht's. Okay, reicht. Maximum erreicht. Bleibst du. Sag mal, Kevin, macht das Spaß, bei der Arbeit zuzugucken? Es ist wichtig, also die Kontrolle zu beherrschen, die Flügelspannweite zu bemessen und die Jungs zu korrigieren, ist wichtig. Also mit Flügeln kennen wir uns ja aus, wie man sieht. Nur mit den Knoten nicht, also mit den Seemannsknoten, also das kriegen wir nicht gebacken. Aber das üben wir doch noch. Segelt ihr zum ersten Mal? Ja, wie man sieht und wenn man unsere Tätigkeit hier beobachtet, kann man nur davon ausgehen. Also wir sind da noch sehr jungfräulig, sind aber sehr gespannt und wir lassen also auf uns zukommen. Gell? Wir haben aber Gott sei Dank einen anderen Stefan hier, der uns wirklich ja, fachmännisch alles hier... Unser Skipper. Skipper, ja. Unser Skipper. Hier, da ist unser Skipper. Er ist quasi für unsere Flugsicherheit zu Wasser verantwortlich. Oh, guck mal hier, hier, super. Alle mal an Bord? Ja! Jawohl. Dankeschön, super, Stefan. Perfekt. So, Bordkarten bitte schön. Liebe Zuschauer, bevor wir jetzt in See stechen, hören wir natürlich erstmal einen zauberhaften Titel von den Schlagerpiloten. Am Himmel schlafen. Ich frag dich, ob auch du müde bist, genau wie sie. Du gibst mir einen Kuss. Wir zwei fassen den Entschluss. Du und ich schlafen nicht, bis der Tag neu anbricht. Sag mal, ihr Lieben, sind wir hier auf dem Boot und sind hier am Schippern, wie verrückt, es hat angefangen zu regnen. Das kann euch natürlich an Bord, am Flugzeug oder im Flugzeug nicht passieren, ne? Ja, und deswegen sind wir froh, dass wir Piloten sind, weil wir fliegen dann quasi über den Wolken. Genau. Und da hast du mit dem Regen nichts zu tun. Das hätten wir jetzt natürlich nicht erwartet, ne? Wir haben jetzt so einen wunderschönen Dreh gehabt heute, jetzt fängt es an zu regnen. Aber manchmal verkennt man das ja auch. Ihr seid ja in der Tat die Schlagerpiloten und Piloten in dem Fall im Flieger. Kapitän, ihr werdet manchmal verwechselt, ne? Auf dem Schiff. Ja. Das kommt dadurch, dass wir wahrscheinlich diese weißen Uniformen anhaben. Das sind aber trotzdem Fliegeruniformen, weil wir sind eigentlich die Ausgehuniform der Kampfpiloten der US Navy. Also genau. Wer den Film mit Tom Cruise gesehen hat, Top Gun, der weiß es natürlich. Und das ist natürlich eine militärische Ausgehuniform. Hat ja also mit der Lufthansa-Piloten nichts zu tun. Und deswegen, ich sitze immer hinten, ich habe eh keine Ahnung. Lass mich der Captain deines Herzens sein. Das geht ja runter wie Öl. Und einer eurer ersten Titel, ne? Das war tatsächlich auch, ich glaube, der erste Song, den wir auch fertig produziert hatten. Das war der erste, der allererste, ja. So, und da hatten wir auch so eine schöne Choreografie. Passt natürlich genau zu der Uniform. Und ganz toll war das bei der Schlagernacht in Weiß.
als die ganzen Fans dann die Choreografie, also den Captain-Gruß mit vollzogen haben, war ein schönes Bild. Und wir lieben diesen Song, wir machen den immer noch und wir werden ihn auch, denke ich mal, nie auf Seite legen. Nee, definitiv. Der gehört zu uns zusammen. Ja. Definitiv legen wir den nicht zur Seite, denn den sehen wir jetzt, liebe Zuschauer. Bis gleich. Wir beide waren Gast auf einem Kreuzfahrtschiff. Meine Gedanken liefen dort sofort auf ein Riff. Bei einem Landausflug sah sie mich schüchtern an. Ich suchte nach Worten, dann sprach ich sie an. Lass mich der Captain, lass mich der Captain, lass mich der Captain deines Herzens sein. Gemeinsam fahren wir durch Gefahren, mein Schiff bringt dich durch Sturm und Wogen heim. Lass mich der Captain, lass mich der Captain, lass mich der Captain deines Herzens sein. Komm mit in meine Kajüte herein, dann sind wir niemals mehr allein. Komm mit in meine Kajüte herein, dann sind wir niemals mehr allein. Lass mich der Captain, lass mich der Captain, lass mich der Captain deines Herzens sein. Gemeinsam fahren wir durch Gefahren, mein Schiff bringt dich durch Sturm und Wogen heim. Lass mich der Captain, lass mich der Captain, lass mich der Captain deines Herzens sein. Komm mit in meine Kajüte herein, dann sind wir niemals mehr allein. Komm mit in meine Kajüte herein, dann sind wir niemals mehr, niemals mehr allein. Liebe Zuschauer, wir sind hier in Dierhagen gelandet, direkt an der Ostsee. Und unsere Schlagerpiloten sind ja dafür bekannt, dass sie uns immer mit auf die Reise nehmen. Zum Beispiel nach Bora Bora oder nach Santo Domingo. Herrlich. Wann seid ihr eigentlich so zum ersten Mal gereist, Stefan? Ja, gereist bin ich sehr, sehr viel. Aber ich muss zugeben, ich war erst mit 21 zum ersten Mal am Meer. Ich habe mit 21 erst das Meer gesehen. Ja. Okay. Katholika Rimini, Italien, damals sind wir mit dem Auto runtergefahren, endlich mal Meer sehen. Davor nur gearbeitet oder irgendwo anders gewesen. Aber das war schon ein Highlight und es tut gut, wenn man jetzt auch die ganzen Länder bereisen kann. Und wenn es nur in Gedanken ist und in unseren Liedern, wir sind ja nicht an jedem Ort der Welt persönlich dort gewesen. Aber das Wichtige ist, dass die Leute mit uns einsteigen und einfach diese schönen Orte dieser Welt mit uns bereisen. Und bei eurer Musik kann man wirklich die Seele baumeln lassen. Hattet ihr das die ganze Zeit vor oder hat sich das so ergeben, dass ihr uns so ein gutes Gefühl gebt? Wir möchten positiv auf die Menschen einwirken, wenn wir es können. Weil wenn man heutzutage Nachrichten guckt, man sieht erstmal immer 1000 Skandale und irgendwo kommt da mal zwischendurch kommt man eine schöne Nachricht. Und das ist meistens der Wetterbericht. Und da wollten wir da auch dementsprechend gegenwirken. Ja, und dann natürlich mit der Urlaubszeit, bedingt auch wegen den Anzügen und so weiter. Das Thema, alles war irgendwie, kam wie eine kleine Welle auf uns zu. Ja, und wir haben die aufgeschnappt, alles passte. Ja, und da war das Projekt dann insofern auch schon geboren. Also deswegen, liebe Zuschauer, lassen Sie uns doch einfach mal gemeinsam die Augen schließen und in den nächsten Titel von den Schlagerpiloten starten. Viel Spaß beim Genießen. So up.
einfach irgendwie keinen guten Lauf. Drum lass uns jetzt gleich durch die Wolken fliegen, bis wir den Sternenhimmel spüren und sehen. Und wenn wir dann am Palmenstränden liegen, oh Darling, ist plötzlich alles kein Problem. Ich fliege dich ins Paradies, wo nur Milch und Honig fließt. Bora, 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 Bora. Ich flieg dich um die ganze Welt, mal dir ein Schloss am Himmelszelt. Zuschauer, wir sind hier an der wunderbaren Ostsee und die Schlagerpiloten und meine Wenigkeit wollen natürlich ein bisschen über die letzten zwei Jahre plaudern. Sag mal, ihr Lieben, es ist ja unfassbar, die letzten zwei Jahre ist es ja bei euch komplett senkrecht durch die Decke gegangen. Ja, das haben wir so auch nicht erwartet. Sind natürlich mega happy darüber, über die ganzen Platzierungen, Verkäufe, die Resonanzen von den Fans und so weiter. Also da ist quasi eine Welle auf uns zugekommen, die wir so schlichtweg einfach auch nicht erwartet hätten. Es ist wie ein Traum, kann man sagen. Habt ihr das im Studio schon gemerkt? Ja, im Studio. Wie gesagt, habt ihr das im Studio schon gemerkt, ja, dass ihr so das Gefühl hattet, boah, das kann eine richtig große Nummer werden? Irgendwie schon, weil der ganze rote Faden von Anfang an, der war da. Da war ein roter Faden da, was man ja sonst nicht so oft hat. Und dann kamen auch noch die Ideen mit den Klamotten dazu. Und es hat sich immer eins ums andere weiter entwickelt. Und das hat man gespürt. Und das hat auch zwischen uns geknistert, weil wir uns gut verstehen. Und jeder hat gespürt, es wird eine runde Sache. Und wir haben Spaß dabei. Also zwischendurch habe ich gedacht, der liebe Gott, der da oben, der hat irgendwie Spaß an uns. Und der lenkt die ganze Geschichte ein wenig. Ja. Stefan, erzähl doch mal, wie war denn das? Ich meine, du warst ja vorher alleine und auf einmal mit den Jungs und dann steht ihr vor diesem Mikro, jetzt wisst ihr, okay, gleich geht's los. Wie war das? Ja, wir waren ja alle allein, Solokünstler früher. Und das Schöne ist, wir konnten die Schlager nach den Weiß, meine Veranstaltung, ja dazu nutzen, das auszuprobieren. Da kommt, wenn es schief geht, nehme ich es auf meine eigene Kappe. Und wenn es erfolgreich ist, dann jubeln alle und dementsprechend ist es dann auch gelaufen. Und der erste Moment, dieses Knistern, wo wir drei dann hinter der Bühne standen und unser Intro lief und jeder hatte Gänsehaut und endlich durften wir auf die Bühne raus und die ganzen Fans, die da waren, das ist Wahnsinn, wie dann die Stimmung hochgekocht ist. Und da wusste man eigentlich schon auf der Bühne, da bahnt sich was an, dass das erfolgreich sein könnte. Liebe Zuschauer, bevor wir jetzt gleich weiterreden, schauen wir uns natürlich erstmal den Schlager-Piloten-Gänsehaut-Moment an. Bis gleich. Da war diese Frau, dort am weißen Strand, die uns beide ansah. Und lass uns aus der Hand. Leise sang das Meer eine Melodie mit einem Lächeln in den Augen, sagte sie. Die goldenen Sterne von Bali begleiten dich ein Leben lang. Sie beschützen
Sterne von Bali begleiten dich ein Leben lang. Sie beschützen die Verliebten nicht nur bei Nacht. Aber wir lieben dieses Lied. Ich hatte so eine Gänsehaut, Leute. Ihr steht dort auf der Bühne, ihr habt ein so tolles Intro. Ihr kommt dort raus, ihr steht da, ihr performt diesen Megatitel. Ihr seht dieses Publikum. Die Leute, die Zuschauer, die auch vor Ort da waren, eure Gäste, die hatten auch so aufblasbare Flugzeuge dabei, richtig? Ja, das waren unsere Fans. Das waren die Schlager-Chaoten, waren das. Und die Trixie, und die haben ja alles schon besorgt. Die wussten ein bisschen Bescheid. Ja, und die haben da richtig Alarm gemacht, ja, und die Menge war begeistert. Das war alles, das war am Brodeln da. Das waren Tausende von Menschen und die waren alle am Jubeln. Gänsehaut pur, das ist Hammer. Kann man sich nicht vorstellen. Kann man sich nicht vorstellen, wollen wir uns aber vorstellen. Wie ist denn das? Ist das dann so ein Adrenalin von Kopf bis Fuß? Kann man sich an diesen Moment auf der Bühne dann überhaupt noch erinnern? Weil da ist doch so viel Energie. Das war dann wirklich, also da ging die Pumpe, ne? Ja, ja. Also da ging die Pumpe. So, wir haben uns dann alle abgeklatscht und jeder hat ja seine Erfahrungen über 30 Jahre gemacht und wir haben uns noch gegenseitig gesagt, Jungs, denkt dran, nicht überpasten, also cool bleiben, sauber singen, dies und jenes. Wir haben uns selber noch verrückt gemacht, wie Idioten. Und wir wollten uns eigentlich beruhigen. Ja, und dann kam der Moment, Intro, dann sind wir raus und dann... In dem Moment, wo wir auf der Bühne standen, war das dann auch wieder gechillter. Ja. Aber wenn man endlich Kontakt hat nach draußen, und die Leute sieht, wie die abgehen und alles. Und es ist schwierig, das Ganze nochmals ins Gedächtnis zurückzuholen, weil der Moment so emotional war, dass man das gar nicht auf einmal alles packen kann. Ja. Wir mussten das dann im Nachhinein öfters auf Video anschauen, um überhaupt zu begreifen, realisieren, was da stattgefunden hat und was hier vielleicht für einen Grundstein gelegt wurde. Als ihr von der Bühne runtergekommen seid, ihr wart hinten im Backstage-Bereich. Wie war das? Seid ihr euch in die Arme gefallen? Habt ihr gesagt, es war besser als gedacht? Ja, ganz und gar nicht, weil wir keine Zeit hatten, weil alle von uns direkt was wollten. Wir hatten, kommt dahin zum Interview und hin und her. Wir waren 2 Stunden nach dem Auftritt nur unterwegs. Ja. Wir konnten vom Rest der Show gar nichts mehr mitbekommen, wir hatten noch alles, was da noch los war. Und waren nur am Schreiben und Fotos. Die wollten nur Fotos von uns. Ja, das war wirklich Hammer. Ja. Das war vor 2 Jahren der Tag eurer Geburt. Genau. Das kann man ja schon so sagen. Genau. Ich bin total hin und weg. Und damit ich jetzt mal wieder so ein bisschen durchatmen kann, hören wir uns natürlich den nächsten Titel von euch an, ne? Gerne. Ach, dieses Durchatmen, das brauchen wir doch zwischendurch mal, oder?
Ja, liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie natürlich wieder zurück mit unseren wunderbaren Schlagerpiloten. Man merkt einfach, ihr schwimmt komplett miteinander. Also man hat das ja ganz oft, dass sie sagen, nee, wir machen das jetzt so, nein, wir machen das jetzt so. Aber bei euch, ihr seid immer einer Meinung, ne? Ja, das Schöne ist ja auch direkt am Anfang an, als wir uns zusammengesetzt haben, bevor überhaupt ein Titel oder eine Note eingesungen worden ist, haben wir ganz klar gesagt, jetzt überlegt, denk mal nach, wir sind jetzt alle drei 30 Jahre auf der Bühne als Solist. Du musst einen eigenständigen Charakter, du musst Durchsetzungsvermögen, alles musst du mitbringen, um da zu bestehen. Aber wenn man so eine Dreierkombi macht, ist es notwendig, dass jeder auch mal einen Schritt zurückgeht. Und das haben wir, das war auch sofort klar, jedem war das klar. Und dadurch entstand auch schon ziemlich früh, also ganz früh bei der Entstehung der Schlagerpiloten schon so ein Spirit, also so eine Harmonie. Ja, und die haben wir bis heute, die pflegen wir auch, das ist wichtig, ist wie eine Ehe. Man muss immer dran arbeiten, ne? Also wir pflegen uns, wir drei, ne? Auch mit Schminken so. Frankie ist heute gut gelungen, finde ich. Ja. Ihr habt das ganz toll gemacht, ihr habt das super gemacht. Was schätzt ihr denn so an dem jeweiligen? Also ich finde, jeder hat ja irgendwie so seinen, also jeder ist ja so ein Typ, ne? Also, Ja, was schätzen wir? Im Grunde genommen ist es ja, so wie Kevin vorhin sagte, wichtig, dass wir wirklich alle drei miteinander, egal um welche Thematik es geht, uns wirklich zusammensetzen können. Wir können über alles sprechen und wir finden immer gemeinsam einen Weg. Und das schätze ich zum Beispiel an meine beiden Freunde. Das ist ganz, ganz wichtig. Da gibt es niemanden, der das sagt, ja, aber und ich würde das auf jeden Fall so machen. Natürlich ist es wichtig, aufgrund dessen, weil wir einfach schon zu lange auch Musik machen, dass wir einfach auch eine gewisse Erfahrung mitbringen und dass man über gewisse Dinge einfach ganz, ganz locker philosophieren kann. Aber wir finden immer einen gemeinsamen Weg und das ist für mich ganz wichtig. Ich finde das total faszinierend. Und liebe Zuschauer, ich würde sagen, wir kurz schauen uns jetzt mal einen schönen Titel von euch an. Und wie immer schließen wir die Augen und danke, dass wir auf eurer Reise dabei sein dürfen. Was für eine Sternenpracht in dieser Sommernacht. Die Fische fahren hinaus, legen die Netze aus. Wir sehen den Booten zu, die Sonne geht zur Ruhe. Was heute noch geschieht, bestimmst nur du. Ich meine Lieben, ja, ich habe mir jetzt mal den Stefan Peters geschnappt von unseren wunderbaren Schlagerpiloten und ich habe da mal was vorbereitet. Moment. Jetzt wird's spannend. Um Gottes Willen, meine Jugendsünden. Das ist wirklich back to the roots. Stefan, was hat sich von damals zu heute in deinem Leben verändert? In meinem Leben, musikalisch oder privat? Du kannst es dir aussuchen. Also ich meine, das ist ja von 1996, ne? 1996, ja.
Ja gut, es hat sich viel verändert eigentlich. Also damals war das ja so, da war ich ja Neuling und wollte Schlagersänger werden. Das war eine meiner ersten Singles. Und da hat man natürlich immer hochgeguckt zu den großen Stars damals. Ne? So, da hat man den Traum gehabt, da will man auch auf die Bühnen dieser Welt, wo die großen Bühnen mal besingen und so. Also ich habe die Leute alle getroffen und so bin ich dann auch in die Produzentenschiene gekommen, habe dann irgendwann mein eigenes Tonstudio gehabt und so weiter und ich denke, den Rest der Geschichte kennt man ja. Ne? Ja, wer ist denn der Stefan Peters, wenn er nicht auf der Bühne steht? Das ist ein ganz bodenständiger, heimatverliebter Bayer, der gern zu Hause ist. Ich habe einen wunderschönen Garten, das ist mein Hobby auch. Ja, das ist der Stefan. Ich bin also ein Familienmensch. Ich liebe meine Freunde um mich herum. Die brauche ich auch. Die erden mich. Ich habe auch keinen Bock, irgendwie abzuheben. Was einem oft unterstellt wird, wenn man dann bekannt ist und im Fernsehen ist und so, ja, du bist als abgehoben und so, hört man ja immer wieder. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Also ich habe gern meine. Ich sitze dann gerne in meiner Jogginghose auf meiner Terrasse oder im Studio irgendwo und lass mich da gehen, sage ich jetzt mal. Das ist mein Leben und das gefällt mir. Und Ehrlichkeit ist ganz wichtig und gute, ehrliche Freunde um sich herum zu haben. So ein familiäres Nest, wo alles dabei ist, Familie und Freunde. Ne? Was ist anders? Du hast damals alleine auf der Bühne gestanden und jetzt ihr zu dritt. Was ist anders? Ja, ich habe mir schon oft Gedanken gemacht. Wir haben ja alle eine Einzel-Solo-Karriere hinter sich und bei keinen von uns dreien hat es gereicht zum Top-Erfolg, zu Top-Platzierungen. Wir waren schön im Mittelfeld unterwegs, aber keiner von uns ist als Schlagersänger so durchgeschossen. Wir haben gelegt, vielleicht waren es die Songs, die nicht passten, aber das waren gute Songs. Ich denke, jedem von uns hat irgend so ein kleines Mosaik gefehlt, das, was wir jetzt zu dritt dann jeder ausfüllt für einander. Also wir heben uns zu dritt praktisch. Der eine kann tanzen, ich bin kein Tänzer. Ich kann mich vielleicht nicht so gut auf der Bühne bewegen. Unser Kevin ist der volle Tänzer und ihr wisst ja, Europameister, alles Mögliche, was er da gemacht hat. Das ergänzt sich schon mal. Und vielleicht ist der Kevin dann mit gesanglich nicht so hingekommen oder hat irgendwas anderes nicht gepasst. Oder beim Frenkie ist er auch ein Mörderbrett, was der singt. Der hat eine tolle Stimme, aber irgendwas hat ihm auch gefehlt. Vielleicht war er zu klein oder irgendwas. Aber wir zu dritt verkörpern wir das, was den Menschen gefällt. Wir berühren die Leute. Ich glaube, wir treffen die auch im Herz mit unserer Musik. Und es funktioniert zu dritt. Alleine hat es keiner geschafft. Oh, das ging ja runter wie Öl. Ich glaube, die Jungs, die freuen sich darüber sehr, über deine Worte. Und ich schnapp mir jetzt einfach mal den Kevin, weil ich habe ja noch ganz viele Fragen. Und liebe Zuschauer, bis dahin schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Titel von den Schlagerpiloten an. Bis gleich. Schöne Augen machst. Montego, Baby. Dort an der Bar am Strand, als mich dein Lächeln fand. Montego, Baby. Es lag nicht nur am Rum, du hautest mich schon um. Montego, Baby. Dein Hey, wie wär's denn Blick? Mein Ticket in das Glück. Du machst mich verrückt. Meine Lieben, weiter geht es mit unserem wunderbaren Kevin von den Schlagerpiloten. Ja, wir fliegen jetzt mal in dein Leben. Und zwar, Kevin,
Du hast ja immer irgendwie den Spagat gemacht zwischen deinem normalen Job und der Bühne. Mhm. Was ja extrem anstrengend dann auch letztendlich ist. Du bist unter der Woche, bist du normal arbeiten und am Wochenende bist du dann auf den Bühnen, richtig? Ja, ich habe ja insofern, ich bin so ein Typ, ich möchte immer Sicherheiten haben. Insofern hatte ich immer drei Jobs. Also ich habe also das Singen als solches, die Bühne habe ich als Nebenjob geführt. Dann hatte ich noch zusätzlich hatte ich immer vier Diskotheken, die ich betreuen musste mit meinen Disc-Jockeys, mit meinen Lichtjockeys und so weiter. War also dementsprechend in Anführungsstrichen hauptberuflich auch DJ. Ja, und dann meinen normalen Beruf. Und dann, ja, dann kam die Anfrage der Schlagerpiloten und da musste ich mich dann entscheiden. Und, wie war das mit der Entscheidung? Hast du dann abends beim Essen mit deiner Frau gesessen, mit der wunderbaren Tanja? Du hast ja so eine tolle Frau. Danke, also ich finde sie super. Habt ihr dann abends beim Abendessen zusammengesessen und habt darüber philosophiert, abgewogen, was geht, was nicht geht? Ist das ein guter Plan? Ist das wirklich ein Sicherheitsplan? Oder? Eigentlich wusste Tanja die Antwort eher als ich. Sie sagte wörtlich, ich möchte dich nicht sehen. In 20 Jahren hätte ich doch dies, hätte ich doch jenes. Ich habe noch nicht eine Sekunde bereut. Also die Entscheidung war goldrichtig. Das, was wir erlebt haben, werde ich Ewigkeiten dran zehren können. Die Momente, die Situation, die Menschen, vor allen Dingen so viele Menschen, die wir kennengelernt haben und so weiter, werde ich ewig dran nagen. Also super schön. Was macht euch als Team aus? Ich meine, bei dir wissen wir, du hast alles aufgegeben, du hast den Spagat aufgegeben, du hast gesagt, okay, mein Herz gehört den Schlagerpiloten, das ist ja so, ne? Mhm. Wie ist das jetzt, wenn ihr so zu dritt unterwegs seid? Ne? Also ihr habt jetzt eine schöne Zeit miteinander verbracht und viele, viele Stunden miteinander verbracht. Was ich an uns dreien so wirklich am besten finde, ist, du hast da keinen, Entschuldigung, Spinner dabei, der sagt, wir sind die Besten, wir machen die platt und dies. Also, ich meine, das hat man schon tausendmal gehört. Und da ist keiner dabei, der so denkt. Wir machen unser Ding, wir mögen das, was wir tun, das suggerieren wir jedes Mal. Es ist auch wirklich so. Und wir konzentrieren uns nur auf uns und wir wollen nur Spaß haben. Und das ist nicht nur, ich meine, du hast uns jetzt ein bisschen erleben dürfen. Ach, und ich finde es einfach, sorry, dass ich dir ins Wort falle, ich finde es, deswegen habe ich die Frage auch gestellt, ne? Das nochmal aus deinen Worten zu hören oder mit deinen Worten zu hören. Ihr seid einfach ein Team. Genau. Und ihr helft. Genau. Ihr helft allen Leuten drumherum. Ihr bedankt euch für alles, was auch nicht selbstverständlich ist. Und bei euch muss man wirklich sagen, ihr seid einfach ein Team und das fasziniert mich. Ne? Ja, und das Gleiche ebenfalls auch auf der Bühne. Ja, und das jeder, ist das Schöne. Und jeder hat ja so seinen Part. Ja. Ne? Jeder hat seinen Part, also Tollpatsch und Kevin. Und eine Frage, die muss ich dir einfach stellen, weil das ist natürlich, ich glaube, für jeden sehr interessant. Wie machst du das mit diesem Hüftschwung? Du hast... Ja. Ich habe das gesehen. Ich muss das jetzt wissen. Ich habe das gesehen. Du stehst dort. Komm, zeig mir das doch mal. Das ist eigentlich nur so. Die meisten machen so. Sprich, wie soll ich das erklären? Ja, die Takt gehen nach dem Takt halt, ne? So, ja. Genau. Nur bei mir ist es anders. Ich mach halt so. Also ne? Wie jetzt? Du machst mit der Hüfte? Ja, genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich hinstelle und es gibt so viele Songs, das finde ich halt so toll, dann gehe ich halt runter und dann geht's dann so. Moment mal. Also du gehst so runter? Ja, nee. Du steigst ja nicht auf dem Pony auf. Okay. Ne? Stell dich vernünftig hin. Ne? Ja. So, stellst dich breitbeinig, nicht breitbeinig, sondern schulterbreit hin. So, und dann die Knie gehen einfach nur durch und das Becken geht einfach nur nach vorne. So, und dann gehst du im Rhythmus und dann der Oberkörper dabei. Siehst du, da hast du schon. Das ist keine Magie. Das ist Magie. Wenn man es kann, ist es natürlich keine Magie. Aber wenn man es nicht kann. Aber das kommt automatisch. Ich steuere das eigentlich gar nicht. Das kommt. Ja, du flippst automatisch. Ja richtig aus. Ich hab das ja gesehen. Mach ich doch nicht. Doch so richtig. Manchmal, da drehst du so richtig durch. Und ich finde es so super, weil man merkt halt auch die Leidenschaft bei euch. Ja, ja. Ihr seid ja. Leidenschaft, du hast es im Körper. Ne? Das merkt man. Unser Frank ist natürlich extrem. Er hat es halt so in dieser Leichtigkeit. Also er fühlt sich total leicht an. Ja, flummi. Und, ja, und Stefan ist so derjenige, der hat alles so im Blick und der guckt. Wirft seine Witze zwischendurch rein. Also das ist dieses Trio, verhau meine Damen und Herren. Verhau dich nicht in Stefan. Der hat jetzt, glaube ich, so ein bisschen Geschmack dran gefunden. Der fängt an mit Drehungen und so weiter. Nein! Doch. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Aus dem mache ich jetzt irgendwann mal so eine richtige Ballerina. Ach, naja, da werden wir heute alle noch ein bisschen üben, meine Damen und Herren. Und für Sie natürlich zu Hause auch. Einfach mal probieren, ausprobieren. Und es wirkt irgendwie auch sehr,
sehr leicht. Ja, es ist sehr einfach. Ja. Ist ganz einfach. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal das Video an, wo wir natürlich deinen Hüftschwung begutachten können. Und natürlich auch üben. Ne? Ja. Bis gleich. Kein Plan B. Komm, wir ziehen heute Nacht in die Schlossallee. Dein Blick, er verrät, dass heute Nacht so viel geht. Nichts muss, alles kann, doch die Sünde, sie lebt. Ein Hauch von nichts. Magisch anzieht, der Duft deiner Haut, der mich magisch erregt. Ein Hauch von nichts im Neonlicht. Du lässt mir heute Nacht einfach gar keine Wahl. Was morgen ist, ist doch egal. Kein Plan B. Komm, wir ziehen heute Nacht in die Schlossallee. Ein kleines Separé, wo ich dir ganz tief in die Augen seh. Bei einem Glas Moe will ich mit dir am Himmel die Sterne zählen. Ich habe keinen Plan B, weil ich heute Nacht aufs Ganze geh. Ich habe keinen Plan B. Ich habe keinen Plan B, weil ich heute Nacht aufs Ganze geh. Ich habe keinen Plan B. So, meine Lieben, weiter geht es mit dem wunderbaren Frank. Hallo. Und Frank, du wärst fast mal Fußballprofi geworden. Du hast mit 7 Jahren angefangen, Musik zu machen. Und jetzt bist du bei den Schlagerpiloten. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ihr seid ein Team, ihr seid großartig. Du bist ein Familienmensch. Also nicht nur mit den Schlagerpiloten, das ist ja auch eine kleine Familie, sondern auch zu Hause. Und meine Damen und Herren, es ist total krass. Wir haben am Tisch gesessen, haben miteinander über das Leben philosophiert. Und da klingelte bei Frank das Telefon, und zwar FaceTime. Und da war dein Kind am Telefon. Genau. Und dann so, Papa, ich wollte einfach nur mal deine Stimme hören und wissen, ob es dir gut geht. Und ich gehe jetzt ins Bett, gute Nacht. Ich wollte nur mal gute Nacht sagen. Krass. Ja, das ist wirklich so. Ich kenne das auch von daheim. Ich bin mit 5 Geschwistern aufgewachsen und wir haben immer schon so unendlich viel miteinander unternommen. Und ja, und aufgrund dessen ist es so, seitdem ich halt meine eigene Familie habe, ist es einfach so, ich bin ein absoluter Familienmensch. Ich brauche meine Familie um mich herum, meine Frau, meine beiden Kinder, und wir unternehmen auch unendlich viel miteinander. Und ja, das ist einfach ein wunderschönes Gefühl für mich. Und da ist man total entzückt, weil das merkt man auch bei euch Schlagerpiloten. Das ist wie eine kleine Familie. Das ist, man fühlt sich einfach wohl auch in eurer Nähe. Und eure Musik, ihr nehmt unsere Zuschauer natürlich mit auf eine wunderbare Reise. Ja. Ihr habt euer Leben, ihr habt euer Familienleben. Also, ich bin total entzückt. Und ich kann einfach nur sagen, das, was ich familiär zu Hause habe, spiegelt sich natürlich mit den beiden Freunden in eins wieder. Und das ist schön. Habt ihr so ein Ritual eigentlich, bevor ihr auf die Bühne geht? Oh ja, also bevor es dann wirklich auf die Bühne geht, machen wir uns alle dann halt für sich, jeder noch ein bisschen locker. Und dann stehen wir wirklich, alle drei stehen wir dann dort, nein, die Hände übereinander. Und dann sagen wir wirklich, und Schlodianöl. Und das ist unser Schlachtruf. Was ist O Schlodianöl? Was bedeutet das? Ist, das kommt auch aus dem Norden. Und da möchte ich gar nicht so wirklich ins Detail gehen, was das im Grunde genommen heißt. Aber es ist irgendwie so, die beiden fanden das total klasse. Ich habe das irgendwann mal in den Raum geworfen. Und Stefan sagte dann, hey, das wird unser Spruch. Und seitdem hat sich das Ganze gefestigt. Sag mal, was schätzt du an deinen Kompagnons? Also was, Kompagnons kann man schon sagen, oder? Freunde? Also für mich sind es Freunde. Mhm. Ich meine, ich kenne beide ja schon sehr, sehr lange. Früher, als ich als Solo-Interpret viel unterwegs war, dann trifft man sich immer mal wieder. Und
Seit 2 Jahren ist es für mich so, jeder ist in seinem Bereich gewachsen, wir sind älter geworden und ja, wir lieben einfach alle den deutschen Schlager. Das ist für mich unendlich wichtig. Und liebe Zuschauer, ich sage erstmal vielen lieben Dank. Wir gehen jetzt wieder zu den anderen Jungs. Gerne. Und wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. Aber erst hören wir einen wunderschönen Titel von den Schlagerpiloten. Bis gleich. Sonne, Mond und Sterne, alles schenk ich dir. Ich trag dich auf Händen, wenn du sagst, du bleibst bei mir. Sonne, Mond und Sterne und noch vieles mehr. Dich gebe ich im Leben bestimmt nie. So, liebe Zuschauer, wie Sie hinter mir sehen, unsere Schlagerpiloten sind auf dem Pferd und reisen mit uns jetzt ja ans Wasser in die weite Welt. Und ich kann Ihnen sagen, ich muss jetzt schon ein bisschen lachen. Sag mal, ihr Lieben, habt ihr schon mal auf dem Pferd gesessen? Ja, ich schon mal, ja, aber das ist, da war ich, glaube ich, 12. Also auf so eins, da hinten habe ich gesessen. Da. Auf einem Pony? Auf einem Pony, ja. Auf einem Pony? Ja, ja. Ich war 7 Jahre alt. Ja. Und was meinst du, was passiert ist? Lass mich raten. Nein, ohne Scheiß. Ich bin tatsächlich runtergefallen. Nein. Ja. Also du hast auf jeden Fall heute das Glück, nicht runterzufallen. Stefan, und du bewegst dich gar nicht? Wieso muss ich? Ich muss ja noch nicht bewegen. Wieso musst du noch nichts machen? Wir fahren ja noch nicht. Reiten oder gehen oder wie auch immer. Wie heißt dein Pferd? Weißt du das? Bo. Bo? Ja, Bo ist ein Bo. Guter. Ja. Also ich bin total aufgeregt. Wir machen uns gleich Richtung, nicht Flughafen, sondern wir packen uns heute die Pferde ein und reiten in Richtung Wasser. Sehr schön. Ne? Seid ihr fit? Auf jeden Fall. Ihr Lieben, für euch ist ja das Reiten jetzt neu. Jo. Apropos neu, wir haben ja, kommt ja jetzt unser Deluxe-Album raus. Ja! Und da ist auch fast alles neu. Neun neue
Titel haben wir. Und ich hoffe, du bleibst noch hier. Du, ganz ehrlich, es ist gar kein Problem. Wenn er Hunger hat, darf er auch essen. Genau. Ne? Wir essen auch, wenn wir Hunger haben. Ne? Ja, also ihr habt neue Titel. Ja, brandneu. Also keine Remixe und irgendwelche Neuauflagen von alten Titeln, sondern wir haben brandneue Titel. 9 Stück an der Zahl, fast ein ganzes Album, was hier als Deluxe rauskommt, neu. Genau. Und da legen wir großen Wert drauf, weil wir haben uns sehr, sehr viel Mühe gegeben. Und da warten noch etliche ganz, ganz tolle Songs auf euch. Also freut euch auf die neue Deluxe mit 9 neuen Titeln von uns. So, meiner will immer in den Mittelpunkt, deswegen kommt er immer vorne. So, ja, wie im richtigen Leben, ne? Das ist ein Tänzer, Tanzpferd. Ja, der hat auch einen schönen Rhythmus. So, liebe Zuschauer, wir genießen jetzt erstmal dieses wunderschöne Gefühl mit unseren Pferden. Und geben ab in den nächsten Titel. Und wir freuen uns natürlich, dass unsere Schlagerpiloten mit uns gemeinsam hier auch alles machen. Ne? Ja. Das sind so coole Socken, liebe Zuschauer. Ich kann Ihnen das nur ans Herz legen. Bleiben Sie auf jeden Fall dran. So, jetzt reiten wir erstmal ein Stückchen raus. Ja, ja, jetzt reiten wir. Juhu! Juhu! Das klappt doch. Wenn die immer alle so hören würden. Ich schick mein Herz auf die Reise zu dir, kein Weg ist zu weit, damit sich Herzen begegnen und für immer vereinen. Ich schick mein Herz auf die Reise zu dir, und wenn es sein muss, auch einmal um die ganze Welt. Du spielst die allererste Liebeswunschkonzert. Du bist der Inhalt meiner Träume. Mit dir ist alles unbeschwert. Du spielst für mich die größte Rolle auf der Leinwand unserer Liebe jeden Tag. Du spielst die allererste Geige, weil ich dich mehr als alles mag. Heute will ich nur tanzen. Liebe Zuschauer, die Zeit mit den Schlagerpiloten ist leider vorbei, beziehungsweise das Feuer ist schon erloschen und wir müssen jetzt leider gleich gehen und ich bin sowas von traurig. Ich danke euch von Herzen, dass ihr die Zeit für uns gefunden habt, dass wir heute dabei sein durften.
dass wir euch heute erleben durften, dass wir heute mit euch fliegen durften, eure Reisen vor allem mittragen durften. Und ja, ein dickes, fettes Dankeschön an euch. Wir haben zu danken, Nathalie. Für dich immer wieder. Immer und immer wieder. Vor allen Dingen auch mit deinem Stewardessen-Outfit. Du bist ja jetzt quasi in unserer Crew mit drin, ne? Das ist ja klar. Also ich gehe echt wehmütig nach Hause und am liebsten würde ich hier bleiben. Ja, aber wir müssen euch jetzt leider verlassen. Liebe Zuschauer, ich kann Ihnen nur sagen, Schlagerpiloten, ein Traum. Ich sage normalerweise das Wort Fan niemals, weil ich bin normalerweise kann nicht von allen ein Fan sein. Ich bin von euch ein Fan. Ich mag euch menschlich extrem gern. Dankeschön. Ihr habt ein großes Herz. Aber wir von dir auch. Ja, und ihr seid herzlich und ihr seid auch in meiner Crew aufgenommen. Perfekt. Jawohl. Also, ich sage vielen, vielen Dank. Liebe Zuschauer, es war wunderschön, dass Sie heute mit dabei waren. Ich hoffe, wir haben Sie auf unsere Reise mitnehmen können. Und ja, hören Sie Schlagerpiloten. Ich tue es auch. In dem Sinne, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ich seh dich an und streich dir zärtlich durch dein Haar. In deinen Augen versinke ich tief in dir. Immer noch verliebt, wie beim ersten Tanz im Sternenschein. Du bist mir ganz nah. Zog mich magisch an, du warst verlegen, so fing das Märchen mal an. Das ist lange her, doch jeden Tag lieb ich dich mehr. Mich alle.